Aserbaidschan dieselben. Öl schmiert fast jedes Geschäft in dieser hochkorrupten Gesellschaft. Weil diese Regierung so viel Gelder von Öl hat, kann sie viele Politiker korrumpieren, viele Oppositionelle einkaufen, kann den ganzen Angstapparatus aufbauen und alle Gruppen einkaufen, die die Leute und Protest mobilisieren können. Wer sich nicht einkaufen lässt, lebt gefährlich. Der Regimekritiker Emin Milli wurde kurz nach diesem Interview zusammengeschlagen und verhaftet. Es drohen ihm mehrere Jahre Haft.